Okay, dann darf ich Sie herzlich nach der Mittagspause jetzt begrüßen zum nächsten Vortrag. Mein Name ist Karin Jobst, ich stelle heute Professor Dr. Suba. Das Buch wurde publiziert, The Architecture of Transit, im Hartmann Verlag. Subar, du arbeitest analog und digital. Ich habe gelernt, im Großformat heißt es im Englischen 10x8, nicht 8x10. Du hast auch in einem Research-Programm an der Kunstakademie in Stuttgart zum Thema oder mit dem Titel Monsters, die brutalistische Architektur der Nachkriegsmoderne fotografiert, die Kunstakademie, und warst 26 Jahre lang Head of Photography in der Architectural Association School of Architecture in London, hast dort unterrichtet und unterrichtest jetzt seit einem Jahr in München an der Hochschule im Gestaltungsstudiengang Fotografie. Und ich bin sehr gespannt auf den interkulturellen Blick, auf den interkulturellen Austausch, auf Fotografie, Architekturfotografie und vielleicht auch die Hochschullehre. Ja? Und du wirst einen Vortrag auf Denglisch halten. Das heißt, es gibt Englisch und Deutsch im Mischmasch. Ich glaube, ja, genau. Es sind auch einige Muttersprachler in Englisch hier, glaube ich. Wir können gerne auch behilflich sein bei der Übersetzung, wenn es Probleme gibt, aber jetzt erstmal ein herzliches Willkommen an Subar. Okay, hallo. Danke, Karin, für die Einladung. Oh, Entschuldigung, ein bisschen nervös. Ich kenne die Deutsche Fotoakademie seit langer Zeit, so ich bin sehr froh, hier zu sein. Ich bin der neue Fotografie-Professor in die Hochschule in München und ich lebe mit meinem Sohn in die Ecke für ein Jahr in Deutschland. Heute. That's probably better. Okay. I was trying to hide. Okay. It's product placement for Hartmann. Entschuldigung. Heute, ich mochte drei Projekte siegen, alles im Zusammenhang. Vor 20 Jahren, ich war Head of Photography at the Architectural Association in London. Die Schule ist eine sehr interessante Schule mit radical pedagogy. Und die Arbeit dort hatte einen großen Einfluss mit meinem Praxis, Fotopraxis. Für unseren Blick und unser Fotografieren von Architektur, aber nicht kommerziell Praxis, alles gut mit kommerziell Arbeit, wir müssen alles machen, aber für mich ist interessant mehr, wie wir über das Fotografieren von Architektur denken. Oder die Raum zwischen den Gebäuden sind mein Hauptinteressant. Aber tut mir leid, mein Deutsch ist nicht so gut genug. Und ich lerne Deutsch langsam, aber komplexe Gespräche sind für mich ein bisschen schwierig. Ich hoffe, es ist okay, dass ich will Englisch sprechen und langsam sprechen für alles. Entschuldigung für Germanglisch probieren. English. My talk, I just want to show three projects. And I've called the talk Seeing Slowly, just because it's the kind of idea I have about photography, but we can talk about this. The first project I want to show you is it's work in progress, which is a project I've been working on in Hessen, which is actually where my family lives, so it's quite a good excuse to be able to escape endless food with Oma. It's a project that I'm working on, and
It's not finished yet, but it's showing ideas that I'm really interested in within architecture of spaces, which is more what I'm interested in rather than kind of architectural photography. And I'm interested in how buildings make space and how we can kind of document that and photograph that. So it's interesting, my kind of project is interested in this spaces between buildings particularly, and how perspective works within the kind of composition and construction of an image. If anyone has any questions, please feel free to ask. So the project at the moment, I mean, it's a work in progress project, but it's kind of about a sort of spatial compressions and how we kind of construct, almost constructing a new architecture through the photographs. And so it's about intersections of elevations or facades. But like any project, as it works, it kind of is also changing as well. But it's particularly sort of junctions of spaces. And this is all in relation to kind of my sort of background in architecture. But in a way, I don't think that's necessarily relevant. I think you can hopefully read the images and understand what's interesting about what they're documenting. And so the images continue. It's mainly photographing in Hesse, in the kind of, which is an agricultural area, and so it's the kind of the building typologies and the spaces within these kind of villages that I'm really interested in, and this kind of compression of space within them, which hopefully should translate. But it's also about kind of looking at the kind of elevation and reducing, without a kind of negative connotation, reducing the buildings to kind of forms and volumes, and how that works again spatially within within the composition. But it's kind of interesting, the villages there, if anybody knows this area near Marburg, they're kind of strip villages. They're all kind of based along a road, and they're very inward facing. So there's a kind of courtyard typology. So you get quite interesting kind of experience of having a lot of blank walls and then a kind of interior spaces. So I've just been, it's a work in progress, but I've been kind of looking at those kind of with the camera and how we can read those. And obviously the Fachwerk buildings, which obviously has a huge history here in Germany. But I found, as I was kind of making these documentations, and a lot of the time I'm kind of making images as kind of placeholder images, because, you know, as all photographers, we know we're kind of at liberty to the weather. So sometimes I'm making images where I know that I'm going to come back and shoot things at a different time. But what I think is interesting is how the weathering of buildings changes the kind of narrative within the images. And actually, I'm not sure, I think that this kind of weathering of the building is slightly hijacking my original intention of the project, really. So it's a kind of, actually it's quite good to talk about the project because it helps to formulate one's ideas. But I'm also really interested in architecture without architects, and this kind of, the sort of, how vernacular buildings exist within our kind of, our life now, and how they're actually mainly ignored a lot of the time, and kind of things like the spaces between the buildings here, people don't even kind of read. So again, it becomes about this kind of the facade, but yeah, the sort of the weathering and the texture on the facade is interesting, but yeah, possibly perhaps hijacking the subject. So yeah, the work in, yeah, they're kind of visual sketches. Some of them are finished and some not, but it's maybe it's interesting to see how they're read from a German audience. So a lot of reading I've done in the past when I was doing my PhD was all about this kind of thing of scale and proximity and the space between buildings. And so this is sort of an overriding thing that I sort of have within my work, whether it's this project or the Architecture of Transit project and things like that. So it's something that we don't always think about, how things sit together. But again, here, you know, I really love these buildings, but the kind of internal construction of them starts to kind of come through, which I think is really interesting. But whether it's
taking the narrative somewhere else. I also got kind of really interested in it, in the kind of more closer compositions and how we're kind of reducing elements and actually gives a kind of suggestion of more, and the kind of the ideas of materiality as well within these buildings. You know, the sort of rationalization of kind of how they're put together, sort of pragmatism. And yeah, again, places where two people meet, two buildings meet. On a certain level, I think what I'm trying to do is kind of understand the kind of classical composition techniques that we have in photography, obviously, and sort of how that kind of also makes things quite graphical. You know, these buildings are just blank facades, and so you get these volumes, and how the camera relates to that in the kind of composition that we're dealing with, but also, you know, how the foreground comes into the image, because it almost echoes the kind of shapes within the facade. And then we also have problems of sunshine, of terrible weather. I mean, I think it's interesting to see things that don't work. I don't know whether one should show those in lectures, but actually I think it's interesting to see how we kind of, as photographers, we test ideas, and I don't know whether people are also willing to show things like that. But I mean, for me, these are kind of ideas that I'm working on of kind of construction and composition, whereas I probably will go back and shoot this. You know, I find the blue sky kind of quite problematic. So the last few of this project I wanted to show you are all kind of tainted by sunshine. And again, it's this the problem of the kind of materiality of the facade. It's something I have to resolve within my thought process of how I'm going to tackle the project. But I think in a way, I think, you know, we photograph, as Gary Winogrand said, we photograph to see how things look photographed. And I think, you know, for me, that's always an exercise of trying to understand what it is that I'm trying to kind of construct within the photograph by photographing it. Yeah, again, a gap about spaces and gaps. But I'm kind of always slightly aware of things dropping into kind of irony as well. I'm not really interested in doing that. And the last selection of those, this project, is more about shadows. When I was looking through the images to kind of construct this talk today, I sort of saw I had all these images which are not so much about kind of vernacular farm buildings, but they're still within this kind of street typology, but how actually I think the shadow and the light is, for me, is interesting here, because the shadow actually starts to take on a presence within the photograph. So it's this kind of move away from the flat light that I was looking for earlier, and having things that where the foreground kind of is filled with this space, which kind of then kind of creates an atmosphere in a way. So in a way, these are sort of more, a bit more like kind of cardboard structures in a way. And then also the idea of diptychs is something that's interesting, this kind of idea of shifting the perspective, and just a sort of way of trying to understand kind of how much one shows. And this is obviously something that comes into teaching as well, you know, how you talk to your students about where to put the camera, where to position it in relation to kind of what we see, what the camera sees, and this kind of shifts of how we read an image depending on what's revealed, and how the building sits within the space of the kind of the document. I think this is the last one. Yeah, I kind of like this image, just the idea of having this kind of shadow as this sort of third element, or this kind of foreboding creature within the image. And I think I have to think a bit more about the position of this project. But work in progress. I wanted to show you a finished project now. It's a project I did, published with Hartmann in 2019.
And it's nice to see finished work as well, I think, sometimes. So there's quite a lot to say about this project, which I won't go into because we'd be here for hours. But the project started with this image that I shot. I was driving back to London from Italy, where I'd been working. And I was kind of quite blown away by this experience of how the autostrada moves across the landscape. This is something, obviously, this kind of landscape that we don't have in Britain. Don't have the enormity of these structures. And so I started kind of thinking about how it might be possible to look at these kind of types of architecture, and also even the dilemma of if this is architecture or infrastructure, which is a whole kind of very long and arduous conversation between architects and engineers. So I started initially making photographs around Basel. This is a really interesting city, how the Autobahn kind of runs through the city. And I was shooting in the winter, and I was kind of making these images that were quite kind of sort of desaturated and very kind of wintry, which is great, and it's sort of quite realistic in a way to how the city is and how you experience the architecture, and also up in the mountains as well, looking at this kind of thing. But this idea of how this architecture works within the landscape is kind of quite a huge subject, and I was trying to find a way of dealing with it. And I think this is kind of, I'll try and condense the background to the book, but it's quite an interesting kind of way to think about this architecture. And the problem being, a lot of the time, you know, when we're talking about roads or kind of infrastructure projects, you know, they're really, really boring and really dull, and there's nothing to photograph as such. And so I was trying to understand how it might be possible, after seeing this amazing kind of landscape near Genoa, how one could actually photograph these kind of architectures. For reasons I will explain in a minute, I started reading a lot of Dickens and travel literature, and Goethe, amazing. If anyone's read this, it's absolutely fantastic read. So to cut a long story short, I enrolled at the Royal College in London to turn the project into a PhD, because I thought, if I'm going to spend a lot of money doing a project, I might as well get something out of it. So the project actually became, it ended up being in this book, but this is the kind of part of the way I found a kind of entrance into kind of making the photographs. So I started doing research, and I realized that the kind of routes that I was interested in were also kind of connected to the kind of the Grand Tour and the travels then. So people like Dickens, Goethe, kind of all the great romantic poets were traveling around. And so this became a way of kind of thinking about how it's possible to make photographs, because I think it's, well, maybe because I teach so much, I'm coming from a position of always trying to think how to talk to students about making images and trying to get them to think about making images. And so this idea of how we kind of enter a project and how we start it. So I got really, really interested in just this idea of kind of the dramatic landscape, you know, what I saw initially in the landscape near Genoa, you know, this incredible architecture, incredible landscape, and this idea of a kind of sublime. And I spent a lot of time looking at paintings and art history to sort of figure out that actually what I was really interested in was a kind of trying to find positions in the landscape, in the architecture, that would kind of trigger some sort of response. Because the last thing I wanted to do, if I drop back, I didn't want to make pictures like this or the pictures in Basel. I wanted something that was much more kind of emotional and kind of resonant in a way. So this kind of experience of kind of looking at the travel writing, looking at the kind of art history, kind of became a way of kind of entering the project. Because, you know, I went to the Royal College saying I was going to photograph all the motorways in Europe, which obviously is a ridiculous thing to say. But, you know, things kind of get smaller and sort of more manageable. So I began making pictures where I felt that I wasn't trying to replicate kind of classical paintings, but I was trying to find moments in architecture or in landscapes where I felt there was some sort of resonance and some sort of way of just feeling a kind of response to the architecture. And here, obviously, it's kind of extraordinary. I mean, you know, what you see underneath the motorway that you drive along is quite incredible. And so, yeah, I began sort of just looking for these, and
these places where I felt there could be some sort of shock and awe, to take the terminology of the sublime. All of that is kind of, in a way, irrelevant. It's the backstory to the pictures in the book, but I think it's kind of interesting. Colours are a bit weird on this one, but I think it's just interesting to sort of see, I don't know if it reads, there's a little Andy Warhol banana here in the on the pilotti coming down. So, you know, it's these kind of things that you look at, and then you look and you look and you see more, and that's what I was really interested in. Just keep going. Again, some of the blue skies now. I made the project. It took about, I think, 9 years, and it was published in 2019, I think. So looking back on the pictures now, I realise I probably would have done some of them slightly differently. But the kind of the concerns with space and compression and kind of composition of images, that's all of the architecture into an image, is still kind of things I'm interested in. And this particularly love this one in Napoli with the football graffiti on the end. And so, yeah, it's kind of the strange details that you find that you don't notice, like there's a man watching me in the car right at the front. It's rather menacing. It was 5 a.m. It was all a bit weird. But anyway, I got the picture. And this one, actually, which I don't know if you can read this. There's a man actually on the balcony as well, sunbathing underneath the balcony, which I never really noticed until it was blown up and put in an exhibition. It's quite extraordinary. So this was this kind of idea of this trying to document the sort of emotional responses to these spaces. You know, they're not... These images are not meant to be kind of cold and clinical in a way. They're meant to be kind of quite emotional, actually, which sort of makes sense when you're particularly dealing with a kind of southern Italian world. Obviously, this is kind of rather heartbreaking. This is the bridge that collapsed in Genoa, which is exactly where I was shooting, weirdly, a few years before. Keeps going. So there's sort of intensity of the colour and the kind of the richness of the environment, and also just, you know, the kind of the weather conditions and the kind of intensity of the experience in photographing in places like this. I wanted to kind of try and come through in the pictures. The idea wasn't this kind of slightly more clinical kind of attitude to them, which I probably would have shot previously or made the images previously. And sometimes things are diptychs as well, which I think is quite important. I think it's kind of, you know, this idea that we just have a single image of things, it doesn't kind of resonate with me particularly. This is in Genoa as well. Oops, should I go? And things like this, you know, I was really interested in the smoke coming from the factory, you know, and it's a very sort of transient kind of wispy thing, but, you know, this sort of idea of the verticality of the pilotti and this kind of smoke, kind of, that's what I was interested in. And this is a kind of tighter version, which actually wasn't in the book, which I like, but it's, again, I think it's a different thing. But this is something that we all experience, I think, when we're kind of working on a kind of subject or working on a project, things that you put in, things that you don't, you know, how things work and don't work, which I think is... it's always a challenge. And towards the end of the book kind of takes on a kind of narrative. The images are not in the book in a kind of chronological order or a geographical order. They're much more in a kind of, I guess, emotional. It's a sort of problematic word, but emotional order in a way. And the book gets much darker towards the end. And I was reading a lot of Edmund Burke, who was a kind of 18th century writer, talking about ideas of beauty, what is beauty in art and architecture. And one of his kind of classifications that he came up with was fantastic, this sort of 18th century idea that you can just define things like beauty so precisely. But he talked a lot about kind of light and intensity creating kind of responses to architecture. And so this is what I was trying to find. And the book finishes with this image. I think it finishes with this image.
I can't remember. I've had a bit of a brain wipe since doing this book. I'm probably not going to show this project again. I'm sort of seen it too much. But anyway, the book finishes with the kind of the idea of this kind of canopy over the city. So the motorway kind of comes up. It's a very kind of narrative reading of the space and the architecture. And again, I'm sort of reading quite crazy sort of Gothic literature as well. And these aren't in the book, they're just for me, but I think they're kind of quite interesting kind of triggers to sort of make you think about how the kind of architecture works. And this is, you know, I wouldn't normally put animals in my pictures, it's not an intentional thing, but I was shooting in this really kind of quite disgusting place, and this weird little white dog came out of nowhere. It was quite kind of hallucinogenic, actually. Sorry, I made the shot, but you can see all the piles of garbage and trash in the background. It's yeah, rather disturbing, dystopian space, actually. And then once I finished the book, I sort of taking a bit of a break from it, and I'm sort of beginning to sort of revisit ideas, but in a different way. And these are some photographs from kind of continued interest in, but somehow also slightly rejecting what I've done before. And so these are kind of similar. So this is much less about kind of the narrative that was kind of concerning the, you know, the sublime and this idea of kind of emotional responses to architecture. This is much more about kind of landscape and light and space as well. I just have a few last ones of this to show you. And the kind of last ones I've been shooting recently are these much more kind of abstracted compositions. I think as a photographer who always is concerned with architecture, I'm never going to be far from concrete in my pictures, really. But I think the sort of reduction of elements is something that I'm kind of much more interested in now. And also the kind of almost surreal aspect of kind of how these things land within the landscape. Actually, it's slightly out of sync. And often I'm shooting from below the roads or the motorways, as we say in Britain, or autobahns, because it is about this experience of, you know, this non-space, which is a very architectural term, but this kind of world that isn't really visited, you know, often kind of the underneath. You know, we all think about speeding away on the top, but I'm kind of interested in this invisibleness that happens below, whether it's kind of buildings sitting tucked in between pilotti legs or just the rough ground. And then this is actually my favourite I've shot recently. I really like the volumes of the little huts, the kind of service huts for the farmer, and then the pilotti legs. A couple more. I've been experimenting with kind of attempts to photograph nature, which is sort of is quite difficult, I always find, but just this idea of having kind of a bit more greenery and a bit more kind of foliage and a bit more kind of a bit more enigmatic in a way, but still within this kind of interest in the sort of the mega structure of these built forms. And just the idea as well as how much of an object or how much of an architecture you show within your subject. I kind of like the lushness of these. I think they're quite science fiction. and also the idea that your kind of subject is kind of hidden within the trees. It's kind of Jurassic Park feeling. Yeah, the sort of shadowy areas is something that I'm quite interested in. And also this idea of kind of slight menace I quite like as well. This idea that the countryside is this kind of rural idyll, but I quite like the idea of there being this kind of, well, you know, the hum of the road above, the kind of dun dun dun, and then the kind of foliage. And then one last project I just want to show you, something completely different, and excuse my Germanglish of ghost monuments. I was going to call it Geisterdenkmal, but I don't know whether that actually made sense in German. But this is another project that I've just been working on recently. And this was a kind of a way of trying to learn my new city of München. And I've been experimenting with shooting on a pinhole camera or a lock camera.
And a carpenter friend of mine built me a 10-8 one that holds 10-8 film holders. It's actually quite a big object to carry around in my Audi shopping bag. And so I've been going around the city during the winter. To me, as a British, actually Irish person, this is quite an unusual thing, the kind of wrapping of monuments, which isn't something I've ever kind of seen before, but I think it's probably something you have more here. So it's kind of a more of a conceptual project in a way, this idea of a wooden box, photographing a wooden box. And it's just something that was trying to be a bit more playful and to kind of learn the city. And it's really nice to be shooting analog as well. And so I've just been kind of, well, they've all gone now. They're all asleep for the summer. But some of the structures are really extraordinary. The kind of, the way they cut, I don't know if anyone knows this kind of, right in the center of München, but the way these structures cover the monuments and the kind of complexity, actually, the kind of disarming complexity of building these things to cover the fountains. They're often Brunnen and fountains. But I was interested as well in how the kind of shape sometimes relates to the kind of surrounding architecture. This is Richard Wagner. But it's a kind of, it's a weird project, I think, for me, in a sense that, working with a lock camera is quite a kind of, actually it's quite a nice release in a way after sort of years of teaching and being so very precise about composition, with a lock camera, you just put it on the tripod and you point it. And the kind of whole precision, even of shooting 10-8 or 8-10, is kind of lost, and I kind of quite enjoying the freedom of that. There's kind of weird things about the actual quality of the images, though. I'm still, as I say, a work in progress. I mean, these are just quick scans. They're not great. So the aperture is f/525, more or less. And so it's kind of like 240 focal length. So it's a big, cumbersome box. But actually, they are really quite sharp, but then they're not sharp. I showed them to a friend the other day who only shoots 10-8, and he was saying, why don't you just use a camera? But he kind of missed the point entirely somehow. It's a kind of enjoyable thing to do. And as I say, it's really nice to be shooting analog again. But I to me, this is really exotic and unusual, this thing of covering the monuments and the Brunnen. But it's nice to have fun with photography and enjoy it. And they're kind of, to use the amazing quote, anonymous sculptures, they're kind of, there's something quite strange, the idea that there's something hidden behind these boxes I really enjoy. I ran out of winter, so I have to continue it when the winter comes again. This one I really like. I like the kind of pseudo-brutalism of the apartment block behind and this kind of heaviness of the wooden sculpture. I think I have to slightly adapt the camera, though, because there's too much foreground, so I feel like I need like almost a rising front on the camera, which is possible with a wooden camera. I can just cut a hole. It's kind of also strange. You think this is a Spielplatz, and there's this kind of almost like TARDIS-like object in there for kind of a few months during the winter. So I've been talking to the Baureferat in München, and I'm going to go and photograph all these structures in their kind of summer hibernation, which I think will be kind of an interesting combination to the project as well. Anyway, as I say, it's work in progress. I think I'm more interested to share with you work in progress, to be honest, and finish with the Olympic Park. So I quite like the tower with this kind of strange little wooden object, which actually is just hiding a water fountain for the skate park.
Thank you. Danke, Sihor. Okay. Ja, vielen Dank. So, ich eröffne die Runde. Can I go? I don't have to stand here, do I? Maybe we can. Ich gehe mal nach oben. Okay. Ja, ich würde die Runde eröffnen. Gibt es Fragen, Anmerkungen an dich? Ja. We have a comment from Facebook from Joachim Schröter. Fascinating presentation and explanations by Professor Barr. Would be great if this kind of presentation could be also held at the Hochschule in München with participation by the public. Oh, okay. Thank you. Yeah, it was okay. Cool. Yeah. Yes, hello. Sui is my name. I have several questions. Are you also influenced by the Becher school, who try also to find a sort of typology of houses and so on? And what I recognize also, the monument bridges and who dominate the little houses, it is located only in Europe, or are you also interested to go out of Europe and to see Emirates, China, and so on? Where is your focus from all of this, and your influence, and which importance, maybe you have ideals or models? Where are these models? Okay, danke für the question, die Frage. How to answer? I'm really interested. I hope it's okay to speak in English. I'm really interested in Europe. I think it's not that I'm not interested in China or whatever, but you know, this hyper-urbanism that we see in China is extraordinary and very interesting intellectually and for photographers. But I think because of the history of autobahns in Europe and Italy, Germany and Italy being the beginnings, I'm actually really interested in kind of documenting how they exist here, really. And so I've kind of always kind of worked within in Europe, Europe really, I guess, in that respect. And influences, I mean, yeah, of course. Yeah, coming to Germany, it was funny sort of starting teaching at the Hochschule and sort of thinking about the Bechers and the legacy of Ostkreutz and all of the amazing kind of legacy of German photography and sort of feeling, how can I even talk to my students about this, you know? But yeah, I'm really interested in Italian photography as well, actually, on a sort of personal level. You know, Guido Guidi and Geary, I find it's very different, and it's a kind of different take on kind of the world, but something I'm personally really interested in. But yeah, I mean, it's untouchable, the kind of history of German photography that you're referring to, in a way. So yeah. Yeah, thank you. Wolfram Janzer. Ich erlaube mir, Deutsch zu reden. Okay. Ich habe mir meine Ohren aufgemacht. Ich habe nicht alles verstanden. Ich habe die Bilder angeschaut. Sie unterrichten in München an der Hochschule. Genau. Was? Was? Fotografie, Architekturfotografie, oder was bringen Sie den Architekturstudenten bei? Okay, I understand. What are you teaching for the architects, for the architectural students? I'm teaching photography. Okay. In the Hochschule in München, Faculty of Design. I'm a photographer. I'm not an architect, but I'm teaching photography to my students. But I bring in architectural interests because my part of my student Richtung is architectural photography. I teach the practice of architectural photography. Also was ich interessant fand, war in diesem ersten Bereich,
diese Zwischenräume bei den Häusern. Das allererste Bild war eigentlich für mich das Interessanteste, weil das das Abstrakteste dieser Bilder war. Sehr eigenartige Ansicht dieses Giebels, der dazwischen zwei Straßen stand. Das war ein Bild, das mich sehr berührt hat. Was mich noch sehr berührt hat, waren diese sehr vollen Bilder in Italien unter der Autobahn, wo die Häuser mitten unter diesen Konstruktionen standen. Also das waren eigentlich ganz volle Bilder. Und ich weiß jetzt nicht, wie ich Ihre Fotografie bezeichnen soll. Ich glaube, es ist eine topografische Fotografie und keine Architekturfotografie. Es ist eine Fotografie mit Architektur. Ja, du sprichst ein bisschen schnell für mich, Entschuldigung. Also vielleicht nochmal. Ich denke, wir verstehen. Dann übersetz mich. Was? Ja. Du kannst es gerne übersetzen. Also, So he was basically asking whether you do the thing you've been explaining to us. You're not photographing architecture, you're photographing the spaces between, and you're photographing the spaces around the architecture, and the architecture is just an element. Sie hat im Wesentlichen die Frage in ihrem Vortrag beantwortet schon, Wolfram. Ja, sorry, hat sie. Yeah, I don't know how to. Of course, I'm photographing architecture, but I'm. Yeah, I think I. You know, okay. How do we get into this without it being a four-hour lecture? I'm really interested in photographing architecture, but often architectural photography becomes portrait photography. You know, particularly if you're coming from a commercial background, which I come from, and so the kind of elevation, no pun intended, the elevation of the architecture is kind of the architecture, you know, and particularly working for architects, commissioned for architects to photograph their buildings, they want essentially portraits of their buildings. And I think what's really interesting is the relationship between how the building inhabits the space and how it sits. So it's not just a building. I mean, you know, it's not photoshopped out or anything like that, but it's, I'm not ignoring the architecture, but I'm interested in the context as well. I mean, yeah, you said about geographical photography and, you know, I think these terms that we use, portrait photography, street photography, architectural photography, I think they're kind of problematic and slightly gnomic, really, I think. We don't really need them so much, but it's the context is what I'm really interested in. The building, the built form, and the space of it. I don't know. Alice, that's okay? No. Did that answer your question? Yeah, thanks, Pete. Okay. Have you ever been in Cologne? In Cologne, in yes. Germany. Cologne. Yeah. Yes. Yeah. I'm sure there are many hot spots there for your work. Okay. I haven't. I photographed more on the river bank, but not so much in the city. Some of the industrial Werkstatt's around there. But yeah, no. I'm very happy to explore my new country. So any excuse to go to Cologne or any of those, yeah, I'll check it out. Thank you. Okay. Can you just tell a little bit more about the background, why you chose pinhole photography for your last project? Was it just to catch wooden object with a wooden camera? Was that the connection, or what was like your intent, why to choose pinhole photography?
Yeah, I, on a certain level, I like the conceptual position of a wooden. I mean, a camera is a light type box essentially, but I like the idea of a wooden camera, a wooden box that makes photographs of a wooden box, which is a kind of very comfortable, easy conceptual position. I really like pinhole photography. I like the freedom of it. I mean, it's something entirely different, and I think it's slightly hijacked by kind of Instagram, and kind of it's a bit kind of gimmicky in some ways, but I like the freedom of not having to, not being able to control things. You know, you point the camera. I know vaguely now what the camera gives me when I shoot with it. So, you know, it's liberating after kind of schlepping around with tripods and ladders and stuff. And I wanted to learn my new city, and it was a kind of a way of doing that and kind of making images. And, you know, to shoot a 10-8 neg is really fantastic, and I miss shooting analog, yeah. So even though I'm hemorrhaging money to do it, but yeah, so I don't mean it to be gimmicky, and I have no interest in gimmicks or fashion, but I just enjoy the liberation of it, so. Ja, Ruth Stoltenberg, I just wanted to ask a little bit the same question. You said that you want to approach your new city, Munich, via the Loch pinhole camera, and this is just a work in progress. So you said that the foreground is a little bit too present in mm-hmm. these pictures. Do you have an idea how you want to get deeper, perhaps, in this work, how the future pictures will look like? You want to work more on this project? Yeah, I mean, yes, it's a good question. That's something I'm thinking about a lot. I mean, my kind of nerdy side just wants to tick off every Brunnen in the city just so I can complete it, but that's a kind of ridiculous thing to want to do. But I mean, I'm interested in kind of actually getting closer to the objects, because the big monument in Lembachplatz is extraordinary. It's huge, and some of them, you know, some of them are like this, they're very small, but actually some of them are really quite big, and they cover big areas, and actually that's the structure of that is really, really interesting. So I think the pictures need to be kind of, I would be interested in engaging a bit more with the object. I mean, this is a kind of classical kind of typology project, you know, and I think it's valid. I'm not disregarding what I'm doing, but I think there's other ways to kind of engage with it as well. And yeah, I just enjoy the kind of slight randomness of the pinhole in a way. I think it's quite beautiful when we're all so obsessed by megapixels, and I'm not anti-digital at all. I love digital, but it's just a nice balance, particularly when you're teaching. I think it's really kind of good to remind yourself of these different ways of working. Anyway, good, I don't want to take up. Yes, yeah. I have other questions. I saw the very first series of pictures, houses which are very narrow together, like an appendix and a big house and so on. And I have the feeling you choose all the time a village area or a rural situation or location, or it is also in the city located, because I have all the time the feeling it is a sort of village. Yeah, no? It's a village. It's a village. I'm very interested in the agricultural landscapes around Hessen. Yeah, so okay. That's where I started. And in the center of a city, yeah. You are not so focused on, or? Well, I haven't been to the cities. I mean, there aren't really. I mean, Frankfurt's there, but I haven't kind of. It's a different project, I think. Mm-hmm. You know, I mean, it's funny having an audience of German photographers that can give me advice, but a friend of mine was talking about Wuppertal and how interesting the center of the city is there. Mm-hmm. And actually, you know, spatially, the kind of topography and things is a really interesting kind of way to think about kind of space and buildings and tightness and stuff. So, but this project, the first one I showed, the work in progress, it's about rural agricultural
Agricultural villages and landscapes, that's, yeah, because they're also ignored, you know. Which influence have drawings on you? Sometimes I had some association of Piranesi. Yeah, of course. Or Escher, where there is a sort of confusion of architectural compositions. Does it infect you also in this, in your work, in your angle, in your view? I think it's all floating around in the ether, isn't it? In our brains, all the things, all the pictures we've seen, all the books, the galleries, the movies we've seen, it should all influence us. I mean, yeah, Piranesi's prison series is extraordinary, and that's definitely floating around there. But I don't go out with a little sketchbook with the images in. But I think, you know, educating your eye is the fundamental thing that we all have to do. In every, you know, look at being in this room, it's quite amazing. So, you know, I think that it's there somewhere floating around. So, okay. Yeah. My last curious question. Maybe you already, talk about it. These fountains, Olympia Brunnen, Arthur Kutscher Brunnen, and so on. Did you found this really in this way, this which is covered with a roof and with a sort of construction? This exists? Okay, I never saw it because it's a little bit surreal for me, but okay, so you found it. Yeah. Yeah, okay. Yeah, no. Okay, I was thinking you do it also, maybe like a sculpture or what else. No, okay. I mean, they're like sculptures, aren't they? They're it's a documentary, more or less. Thank you. I studied architecture. Okay, great. I am an architectural photographer. I'm not. But I don't speak with this background. I am glad you are teaching architectural students not architectural photography, but art of seeing. And that's more important. I completely agree with you. Thank you for saying that. I feel very strongly about converging verticals, but also looking at art. Okay, wir haben noch eine letzte. Ne? Wir haben von der Zeit. Hat Peter noch? Ja. Genau. Sue, I've got a little bit of a nerdy question for you. I spotted in maybe it's picture number 3 or 4 from your Hessen pictures. I think there is a road sign, and I think you took out the typography of the road sign. And I was experimenting with that. And I wanted to know whether it's a final decision. Do you take out other road signs? I think it's a world of pain doing that. It's a slippery slope, but it's something I'm not interested in. Like in the book, I don't tell people where stuff is, you know, precisely, but it depends whether it distracts from the image. But do you take out road signs in your shots when you're in the street? It depends. It depends. If it's really strong and dominant, somehow. But you haven't made the final decision of how to do it, whether to take out the whole thing or just... I might have been called Kantstraße and you thought it's kind of... Yeah, I don't know. Maybe I shouldn't show work in progress. I think it's good to show it. It's fine. Yeah, I think it's interesting, you know, because we're all dealing with these questions because these pictures are better without the road sign. But, you know, what do we do? Yeah, I agree. It's, I'll tell you in 6 months. Thank you. Okay, thank you, everybody. Okay, the last question, I think. I'm here. Oh, hey, hello. So I'm a photographer, but per education, I'm a psychologist. And during my studies, I took a few classes on... during my studies, I took a few classes on architectural psychology, which is it's not a question, it's just more of a comment. Okay. So it's like a whole area of psychology that actually studies or does research on how architecture influences our psyche and our well-being, generally psychological well-being and happiness, actually. And I think, just like the colleague said before, you are actually teaching students also
architectural psychology. It's like a visual form of it, and it's very fascinating to see it in pictures, because you read about it, and in our everyday life, we don't really think about it. No, we absolutely don't think about the effect that it had, that a street without trees has on us, on our well-being, and things, or like these tight, narrow, yeah, like buildings coming together so close to each other without any green spaces. So, yeah, it was just a comment. Thank you for doing this. And you are actually also teaching students architectural psychology, and you could look into that if you haven't yet. No, but from your talk, I could get that you probably have done some reading on that. Yeah, no, but thank you. It's really, it's important. It's a kind of phenomenological response to space is everything. But thank you. Cool. Thank you. Nicht. Also du brauchst jetzt auch noch Internet zusätzlich. Ja, hatte ich ja vorher angerufen. Ja gut, aber dann war ich ein bisschen... Ja, da habe ich einen Link auf einen... Ja gut, das habe ich mir jetzt nicht gesehen. Deswegen sage ich es dir. Auf der dritten Seite ist das. Ich lege schon mal die Bilder hin. Tu das. Okay, Frank, magst du kommen? Herr Göltner, bitte zum Rednerpult. Ja gut, das kannst du dann machen. So, also ich habe das jetzt schon gestartet. Du kannst jetzt hier, wenn du auf Safari umschaltest, kannst du das da auch größer ziehen und so. Das ist jetzt da. Okay? Also es läuft Safari. Na, genau, das hier hat im Moment keine Keynote. Keynote kannst du vergessen. Da läuft dein PDF. Okay, und da kannst du jetzt umschalten auf Safari, dann läuft das. Okay? Gut. Super. So, und hiermit blätterst du.
Also ich freue mich, dass Frank Göldner jetzt präsentiert. Frank ist Mitglied der DFA seit 1997. Er ist hier Professor für Fotografie an der Hochschule in Mannheim. Und er hat mir gerade gesagt, dass vielleicht er die Zeit auch jetzt nutzen würde, dass ihr die Originale schaut. Das ist etwas ungewöhnlich, das ist an sich eigentlich ein Teil immer auch aus der früheren Zeit der DFA, da es um Originale geht. Wir schauen ja jetzt meistens immer nur Projektionen. Ist es für dich recht, dass wir eigentlich jetzt dorthin kommen und die Sache uns anschauen, oder wie siehst du das? Ja, du hast das ja richtig bemerkt, dass das in der früheren Zeit der DFA durchaus normal war, und da hatten wir immer längere Umbaupausen, und in der Zeit konnte man schon mal die Originale angucken. Ich halte das für sinnvoll, aber wir können es natürlich auch andersrum machen, dass ich erstmal anfange und dass wir nachher die Originale gucken, dann müssten wir aber Licht machen, und dann wird es natürlich vielleicht sehr unruhig, wenn man die Diskussion macht, und deswegen denke ich fast, dass es besser wäre, wir gucken erst die Originale an. It's your choice. Also. Ja. Also wir sind jetzt gerade live. Eigentlich wollten wir jetzt die Präsentation sehen, weil davon haben natürlich online die Leute recht wenig, wenn da Leute nur in der Ecke stehen. Ja, dann fange ich jetzt mal an zu präsentieren und dann machen wir es mit den Originalen am Schluss. So, aber ich breite sie noch kurz aus. Er breitet sie noch kurz aus und dann beginnen wir mit der Live-Präsentation über die Kameras. Geht ja nicht anders, sagt Kai, da hast du recht. Können die anwesenden Fotografen, die jetzt auch die Tagung dokumentieren, vielleicht mal ein sehr schönes Bild machen? Hast du schon? So, Test, okay, geht. So. So. Ich denke, jetzt haben wir einen ersten Eindruck bekommen. Da waren ja jetzt schon einige an den, haben die Originale gesehen. Und dann fangen wir jetzt mal an mit dem Vortrag. Ja, also ich habe gehört, dass wir jetzt ja online sind, und für die Leute, die jetzt
online zugucken. Ich habe halt hier ein paar Originalprints ausgelegt, weil die Bilder halt speziell bearbeitet sind und man das eigentlich so diese Materialität in der Beamer-Projektion wahrscheinlich nur sehr schlecht nachvollziehen kann. Und ich halte es jetzt für sinnvoll, dass man erstmal die Originale anguckt, weil es eben in der Präsentation dann nur so ein Symbol ist. Ja, die haben ja eh gelitten, also ich bin da nicht so, es geht ja um Zerstörung. Ja, also wir hatten normalerweise immer längere Umbaupausen, dass man das schon vorbereiten konnte. Das ist jetzt so blöd, dass das so schnell war. Okay. So, ich würde jetzt gerne beginnen und vielleicht löschen wir schon mal das Licht, dann finden die Leute den Weg zu ihrem Platz. So. Ja, die Arbeit, die ich jetzt heute zeige, Das to Das, die ist schon etwas älter, das ist von 2016. Ich wollte sie eigentlich schon auf der letzten Tagung zeigen, wo ich präsentiert habe, aber da hieß es, da war die Biennale ja hier parallel und dann hieß es, dass es da eben das Thema der Biennale mit Nachhaltigkeit gibt und man sich daran orientieren sollte, und deswegen habe ich dann quasi die neuere Arbeit beim letzten Mal präsentiert und jetzt diese ältere Arbeit auf diesmal verschoben, aber ich glaube, diese Arbeit ist in gewisser Hinsicht zeitlos, so dass es nicht ganz so relevant ist, ob es jetzt dieses Mal ist oder das letzte Mal ist. Beim letzten Mal gab es interessanterweise Fragen, wie ich die Ausstellung vorbereite, und ich mache das inzwischen mit so einem 3D-Programm. Da habe ich jetzt mal einen Screenshot gezeigt, zeige ich mal einen Screenshot, dass man das so eine Idee kriegt, wie das läuft, aber im Prinzip ist es jetzt auch nur so ein Symbol, dass man einen Überblick bekommt, wie der Raum war, weil das ist ausgestellt worden im Rahmen der Off-Foto 2016 hier in Mannheim in der Ten Gallery. Ten Gallery war ein relativ kleines Ladenlokal und wir sehen jetzt hier so von oben in den Raum rein. Vorne die Straßenfront, da waren dann Schaufenster und der Eingang, und das sind die Wände, die zur Verfügung standen. Und während ich die Ausstellung geplant habe, kamen auch immer neue Einrichtungsgegenstände in die Galerie, sodass dann die Wandfläche auch gar nicht mehr ganz zur Verfügung stand. Und es hat dann aber gut geklappt. So. Und hier haben wir jetzt einen Blick in die Ausstellung in der Galerie, also wie sie dann da hing. Und was auffällt an diesen Bildern ist halt, dass sie alle nicht mehr in einem makellosen Zustand sind, sondern dass sie mehr oder weniger angegriffen sind. Und das ist auch so die Idee hinter dieser Ausstellung gewesen, dass der Mensch sehr viel Energie aufwendet, um Dinge zu erschaffen, aber genauso wohnt ihm inne, dass er sehr viel Energie aufwendet, auch um diese Dinge, die er schafft, auch wieder zu zerstören. Und um diesen Akt des Zerstörens ging es mir da auch. Und so, eigentlich dreht sich das hier immer von.
Oh je, jetzt bin ich hier ganz raus. Ich wollte das übers Mauspad drehen. So, was wolltest du machen? Ja, genau das wollte ich machen. Ja. Weil es ja nicht, eigentlich tritt es von alleine, aber jetzt hat es irgendwie gestoppt. Ich probiere es nochmal. Ah, jetzt klappt's. So, Titel der Arbeit ist ja Das zu Das und der Untertitel der Staub der Bilder. Und wenn man jetzt, was man hier schon erkennen kann, dass immer, hier hängt es jetzt wieder. Ups. Ah, okay. Sollte mit dem Cursor im Bild bleiben und dann kannst du es auch ziehen. Okay, gut. So. Ah. Ich muss noch üben hier. Okay. Ja. Was man hier sieht, dass unter jedem Bild ist ja hier jeweils so ein kleines Regalbrett. Das ist Treibholz gewesen, was angespült wurde in Gewässern. Und darauf stand dann immer jeweils ein kleines Glas. Und hier ist halt der Staub des Bildes drin. Also die Bilder sind halt zu Staub zermahlen worden und mehr oder weniger, wie man sieht. Und dementsprechend ist das der Rest, der übrig geblieben ist. Deswegen Das to Dust. Und so, jetzt müssen wir mal gucken. Okay, so. So, jetzt habe ich hier die einzelnen Motive dokumentiert, so wie sie in der Ausstellung dann an der Wand hingen. Also jetzt kann man es ein bisschen besser erkennen. Ich weiß nicht, ob man das lesen kann. Doch, ich glaube, man kann es lesen. Da unten ist dann der Titel und der Titel ist in diesem Falle hier 01. Und diese Arbeit beschäftigt sich eben auch mit quasi dem, mit der Vergangenheit oder dem Verlust der Vergangenheit, also oder Verlust im Allgemeinen. Aber es ist immer für ein Jahr ein Bild ausgewählt worden, was mehr oder weniger symbolhaft für dieses Jahr vielleicht stehen kann. Allerdings sind diese Bilder natürlich, also das Ganze erstreckt sich über 16 Jahre so gesehen, sind diese Bilder natürlich nie mit der Intention entstanden, einmal in dieser Ausstellung zu landen, sondern sind dann nachträglich ausgewählt worden. Das Bild ist hier schon in wesentlichen Elementen verschwunden, also es ist nicht mehr allzu viel übrig. Wenn man jetzt das Original vor Augen hat, ich weiß nicht, wie das hier in der Beamer-Präsentation ist, und man es sich sehr intensiv anguckt, das war ja in der Galerie auch möglich, dann kann man aber schon manchmal Sachen wiedererkennen. Ich weiß nicht, ob hier jemand ahnt, wo das ist. Hat keiner erkannt. Das ist eine Luftaufnahme der deutschen Hauptstadt Berlin und der Fernsehturm ist da auch irgendwo zu finden. So, so jetzt hier in der Präsentation werde ich die jetzt in der chronologischen Reihenfolge zeigen. In der Ausstellung hingen sie einfach bunt gemischt und die Information, dass es sich um ein Bild pro Jahr handelt, die war auch in der Ausstellung so nicht direkt gegeben. Man musste dann schon kombinieren sozusagen. So. Ja, genau, der Staub.
Und also wer jetzt aufgepasst hat, als ich eben dieses Panorama gezeigt habe, da ist dann vielleicht aufgefallen, dass ja ein Bild noch da war. Das war halt das Bild aus dem aktuellen Jahr, in dem die Ausstellung stattfand. Also was dann noch vielleicht einer ungewissen Zukunft entgegengeht. Und ein interessanter Aspekt, das ist jetzt so eine fototechnische Geschichte, also bei diesem letzten Bild hing ja statt, da gab es ja den Staub natürlich nicht, weil das Bild ja noch intakt war, und unten hing eine Graukarte. Und für die Fotografen ist ja die Graukarte, das ist ja für die Belichtungsmesser, die wir benutzen, die Referenz, wie die Welt auszusehen hat. Und ich fand das immer etwas trist, dass eigentlich die Welt so grau richtig ist. Für den Belichtungsmesser ist es ja so. Und ich habe ein sehr Bild gehabt, da habe ich so einen sehr schönen pinkes Treppenhaus fotografiert, und da habe ich gedacht, ich kriege so schönen rosa Staub da draus, aber wie man hier sieht, tut sich da wirklich nicht viel. Die Welt ist wirklich so grau, wenn man alles durch den Mixer jagt. Die Sujets in den Bildern sind extrem unterschiedlich, also wie man vielleicht auch noch ahnen kann. Das erste war eine Luftaufnahme, hier sind es triviale Alltagsgegenstände. Das hier war das letzte Fachlabor in Mannheim. Hier erkennt man noch relativ viel. Ja, also das war das, wo ich da gehofft hatte auf den schönen rosa Staub, aber wie man sieht, ist es nur sehr minimal in diese Richtung verfärbt. Ja, diese Bilder sind natürlich auch, also jetzt die Bilder zu zerstören, das ist physisch anstrengend und ist auch erstmal ein sehr schmerzhafter Akt, wenn man sein Leben lang versucht hat, möglichst perfekte Ausstellungsprints zu erzeugen mit sehr viel Aufwand. Aber genau darum geht es ja auch in dieser Serie hier. Ja, hier ist jetzt das letzte Motiv, was dann aus diesem Jahr war, und da hängt dann auch die Graukarte. Und ja, das Motiv zeigt jetzt auch, stellt so die Frage, wie geht es da eigentlich weiter? Dieser Baum, der sieht ja auch nicht mehr ganz so lebendig aus. So. Ja, hier ist dann, was übrig bleibt. Und später habe ich das dann noch in anderen Ausstellungsorten ausgestellt. Das war hier in Villa Stretius in Landau im Kunstverein. Das war ein denkmalgeschütztes Gebäude. Da hatte ich leider das Pech, dass man nicht nageln durfte. Und dann musste ich mir was ausdenken, wie ich da die Gläser platziere, und das war auch ein Kampf mit der Natur, weil die immer wieder anfingen zu wachsen, also die Natur ist wirklich schwer zu bändigen. Die Baumstämme waren noch voller Leben, obwohl sie da so klein gesägt sind. So. Ja, und das war dann hier in der 100-Jahr-Ausstellung in den Deichtorhallen. Da habe ich es
auch nochmal auszugsweise war es da auch schon nochmal zu sehen. So. Ja, dann bin ich jetzt schon durch mit meinem Vortrag. Vielleicht machen wir dann wieder Licht, dass man dann vielleicht auch noch die Gelegenheit hat, wer es noch nicht gesehen hat, die Originale anzugucken. Gibt es Fragen? Ich gebe das Mikrofon einfach mal rüber. Thomas, du müsstest aufstehen, damit du genau gesehen wirst. Ja, mein Name ist Thomas Friede. Eine Frage ist, vielleicht habe ich es auch nicht ganz verstanden, gab es ein bestimmtes System des Abreibens oder bestimmte Zeiten oder einen Rhythmus oder ein Konzept oder ging das so nach der freien Stunde? Also ich habe die Bilder ja vorher ausgewählt, es war ja nicht irgendwie so ein Zufall, welche Motive da reinkommen. Ich wusste ja auch vorher nicht, wie viel bleibt da übrig von den Bildern, nicht? Also erkennt man gar nichts mehr oder erkennt man noch etwas, und ich habe das dann ja auch sehr individuell gehandhabt, bei einigen kann man noch sehr gut erkennen, wie das ist. Und nachdem ich alles fertig habe, haben wir alles an einem oder zwei Tagen abgeschliffen, also gelöscht, sage ich mal. Und eine Nachfrage, und wann war dieser Prozess dann fertig? Ja, wann war der Prozess fertig, das ist eine gute Frage. Der Prozess ging eigentlich ziemlich schnell, aber ich habe dann in der Folge Bilder mit einem befreundeten Fotografen getauscht, also musste ich der Ausstellung leider ein Bild entnehmen und dann musste ich wieder ran. Und im Prinzip ist dieser Prozess jedes Mal anders. Also es ist ja sowieso immer ein Unikat und man interpretiert es neu und es ist ja auch sehr viel Zufall dabei. Also es funktioniert nicht so einfach, wie man sich das denkt, und es wird auch immer anders, als man sich das vorstellt. Was vielleicht auch ganz gut ist, weil manchmal wird es auch besser, als man sich das vorstellt. Das ist so. Gibt es weitere Fragen, Kommentare? Ja, meine Frage geht eigentlich in die ähnliche Richtung. Das Maß. Also wann hörst du auf, irgendwie diese Art der Zerstörung deiner Bilder zu beenden? Sind es dann ästhetische Gründe oder? Es ist vielleicht auch abhängig von einer emotionalen Befindlichkeit, darum geht es ja in dieser Arbeit zum Teil auch, aber am Anfang hatte ich wirklich die Überlegung, dass ich quasi fast gar nichts mehr da lasse, also dass ich quasi völlig ausgelöschte Bilder hätte. Und dann, wenn man es dann aber macht, abhängig von dem Bild, was man da vor sich hat, dann gab es einen sehr spontanen Entschluss, weiterzumachen oder nicht weiterzumachen. Es gibt ja wirklich auch, wenn man jetzt mal sich die anguckt, da die originale Bilder, wo fast nichts mehr zu sehen ist. Und ja, ich hatte eigentlich erst vor, es wirklich komplett wegzumachen, dass wirklich nur noch der Staub da ist. Und dann habe ich aber im Laufe der Arbeit gedacht, dass man schon auch Referenzen oder Interpretationsmöglichkeiten da lassen sollte, weil diese Arbeit ja auch einen Zeitprozess widerspiegelt. Und in dieser Zeit ist ja auch einiges passiert. Es sind natürlich äußere Änderungen gewesen. Also bei dem einen Bild habe ich ja gesagt, das war das letzte Fachlabor in Mannheim. Aber es geht im Grunde jetzt nicht darum, das Verschwinden der analogen Fotografie. Aber die ist in der Zeit natürlich auch weniger geworden oder teilweise verschwunden. Und aber das ist natürlich nur einer Aspekt von ganz vielen Aspekten, die da drin mitschwingen. Die Frage stellt sich ja auch, also wie entscheidend ist das eigentliche Bildmotiv? Teilweise erkenne ich ja noch was. Ja. Und warum wählst du dieses Bildmotiv aus? Weil es für dich persönliche Gründe gibt?
weil du da auch wieder emotional dich diesem Bild besonders verpflichtet fühlst? Oder? Teils. Also das ist manchmal... Das sind ja sehr subjektive Dinge, die sich da widerspiegeln. Ja. Teils sind es sehr subjektive Dinge, teils sind es natürlich auch Dinge, die auf allgemeine Entwicklungen rekurrieren. Da ist es eine sehr große Bandbreite, würde ich sagen, in den Motiven, da ich ja auch die Motive quasi auch nicht machen konnte mit dem Plan, sie mal dafür zu benutzen, musste ich ja ins Archiv gehen und gucken, was ich da finde. Und das war auch dann spannend. Es waren dann natürlich auch zum Teil Motive, die gar nicht mit einer gestalterischen Absicht als künstlerische Umsetzung intendiert waren, die aber jetzt dann, wenn man die Motive ausgewählt hat, am Schluss schon symbolhaft für einen bestimmten Abschnitt stehen konnten. So. Wolfram Janzer. Frank, wir kommen ja beide noch aus der analogen Schwarz-Weiß-Fotografie. Ja. Und mir scheint irgendwo vielleicht eine ganz kleine Wehmut in dieser Arbeit zu liegen. Denn wenn ich mich erinnere, und du wahrscheinlich auch, viele andere hier auch, wenn wir in der Dunkelkammer waren und ein Bild ganz langsam begann, ja, dann haben wir im ersten Augenblick ein ähnliches Resultat. Mhm. Denn wir haben nur einen ganz kleinen Hauch von dem, was am Schluss vom Bild vorhanden ist. Mhm. Und ich finde das eigentlich ein schönes Zeichen für Vergangenheit. Es gibt natürlich einen großen Vertreter oder ein paar große Vertreter. Einmal Arnulf Rainer, der einfach Bilder übermalt hat und sie dadurch verschwinden ließ. Mhm. Oder wenn ich Man Ray anschaue, dieses wunderschöne Bild mit diesem Staub. Ja. Das ist natürlich auch wieder was ganz Tolles. Mhm. Ich erinnere mich an eine eigene Arbeit. Mhm. Ich hatte irgendwann eine wunderschöne Porträtserie gemacht. Mhm. Habe die bei mir in meiner Dusche liegen lassen, bin übers Wochenende weggefahren. Und als ich dann am Montag oder am Sonntagabend wiederkam, hatte sich der Großteil der Emulsion aufgelöst. Bei Rittpapier. Und ich habe diese Bilder rausgeholt und habe sie getrocknet. Ja. Und die hatten genau denselben Effekt. Ja. Es war nämlich ein durchlöchertes Bild, wo noch einige Reste waren, aber das war so was Ähnliches. Und ich finde das interessant. Den Staub der Dinge. Na, es hat ja auch, man fotografiert ja auch Sachen, damit man sie behält, damit man sie gesichert hat und diese Illusion der Sicherheit, nicht, und dieses Verschwinden. Und jetzt digital können wir die Bilder ja jederzeit löschen oder sie löschen sich selber, das wissen wir ja noch gar nicht. Also so gesehen sind so viele Sachen dabei. Aber man muss schon sagen, die physikalische Fotografie, also der Print als Objekt, ist erstaunlich widerständig. Also es ist wirklich schweißtreibend, das zu löschen. Ja. Danke. Ja, ich hätte auch noch mal eine Frage. Das ephemere Kunstwerk, kann man ja sagen. Etwas, was nicht von Dauer ist, was flüchtig ist, was aufgeht, was zerstört wird im Laufe der Zeit. Ist es jetzt eine Konzeption, die du weiter verfolgen willst, oder ist das damit abgeschlossen? Und dann noch eine Sache, dieses wunderbare Gläschen mit diesem eingefangenen Staub. Was machst du damit? Wird es nochmal recycelt, nochmal verwendet? Wir leben ja im Zeitalter der Nachhaltigkeit, wo man ja auch versucht, irgendwie die Stoffe wieder weiter zu verwerten. Wie sieht's aus? Dann kommt es ja wieder so in eine Art von Kreislauf von Werden und Vergehen und ja, und wieder eine Renaissance vielleicht. Wie geht man damit um? Ja, das ist hier, sind hier natürlich jetzt Reliquien. Also das muss jetzt natürlich geschützt werden und archiviert werden. Also
Ja, es bleibt jetzt so, wie es ist hier. Es ist, wenn ich es wieder ausstellen würde, gehört es ja dazu. Also ich brauche es ja, weil es ist ja die Transformation. In einem Museum wird dann das Papierbild zu den Papierarbeiten gesellt, dieses Gläschen zu den Objekten, und irgendwann findet niemand mehr, dass die beiden Dinge zusammengehören. Ja, aber das ist natürlich eine sperrige Arbeit, das ist mir klar. Also es fällt mal wieder durch alle Raster. Da gab's es gibt dort noch eine Frage aus dem Netz. Ja. Wir haben einen Kommentar von Facebook von Marc Junghans. Muss an Goethe denken. Sucht nur die Menschen zu verwirren, sie zu befriedigen, ist schwer. Eine ganz kurze. Johann Wolfgang von Goethe. Da kann ich kaum was erwidern. Kannst du es nochmal wiederholen, weil es nicht verstanden worden ist? Okay. Muss nur an Goethe denken. Sucht nur die Menschen zu verwirren, sie zu befriedigen, ist schwer. Johann Wolfgang von Goethe. Mein Name ist Carla Schlichtmann. Wie haben Sie die Bilder zerstört? Ja, wir haben ja das ja gerade heute Morgen gehört von Wolfram Janser, dass der Künstler sein Geheimnis möglichst nicht preisgeben soll, weil das dann die Bilder entzaubert. Schade. Aber eine Drahtbürste ist sehr effektiv. Ein mechanischer Prozess. Ja. Es ist, und dann wahrscheinlich, je nach Liebe zum Detail, wurde intensiver oder schwächer gearbeitet. Ja, aber es ist sehr schweißtreibend, es ist echt anstrengend. Also, mit Schmirgelpapier? Eine Drahtbürste ist auch sehr effektiv. Also. Okay, danke. Wolfgang hat... Hier war auch organische Zeichen gemacht? Nein. Ja, Entschuldigung, ich habe es nicht gesehen, tut mir leid. Jelena Lugert, mein Name. Teil 1 wollte ich auch gerade fragen, wie ist es passiert? Und außerdem war jetzt die Rede von wir haben die Bilder zerstört. Wer ist wir? Wurde da was delegiert oder an Studenten? Also die Galeristin, die kannte ja nur das Konzept und sie war dann fasziniert und wollte gern dabei sein. Und dann habe ich sie auch mal ein Bild zerstören lassen. Und schön. Hat sie auch mit großer Freude. Also es hat etwas Überwindung gekostet, aber danach war sie ganz begeistert. Oh, schade, dass sie nicht da ist. Okay. Ja, das finde ich auch. Ich habe ihr gesagt, dass das hier stattfindet. Ich hatte gehofft, sie kommt vorbei, aber ihrem Hund geht es nicht gut und deswegen traut sie sich nicht aus dem Haus. Okay. Es gibt hier hinten noch eine Wortmeldung. Ja, Markus Kästner mein Name. Und ich wollte mal fragen, Frank, also ich kannte die Arbeit bisher nur auf den Birkenstämmen und du hast jetzt von Treibholz gesprochen. Kannst du ein bisschen was zu der Auswahl der Hölzer in der Präsentation sagen und zu deren Relation zu den Arbeiten? Also das Treibholz hat auch die Galeristin organisiert. Aber als ich hörte, es ist Treibholz, habe ich gedacht, das ist ja ideal, weil das ja auch schon Material ist, was sozusagen durch einen Zersetzungsprozess gegangen ist. Und ich war leider so unvorsichtig und habe die nicht aufgehoben nach der Ausstellung in der Ten-Galerie, weil ich gedacht habe, ich stelle es sowieso nie wieder aus. Und, aber in der Villa Stretius wäre es auch gar nicht gegangen. Und für die Deichtorhallen musste ich mir dann wieder neues Abfallholz suchen, was bei uns auf dem Gelände zum Glück wurde ich da fündig. Aber die Idee von dem Treibholz, die fand ich eigentlich absolut auf den Punkt, nicht? Also, weil das waren auch sehr schöne Stücke. Klaus Bach. Aber, Entschuldigung, ja, die Methode deiner Bilderzerstörung zur Lösung ist immer dieselbe. Ist ja fast wie heiteres Berufsraten, wenn ich das so frage.
Ja, so ich habe einiges ausprobiert und dann hat sich etwas als besonders praktikabel erwiesen. Warum sollte ich das dann ändern? Außerdem, also ich brauchte ja eine halbwegs verlässliche Staubqualität. Man hätte es natürlich auch abbrennen können oder so, aber eigentlich die Idee von der Titel Dust to Dust war ja schon da. Also deswegen, ich brauchte den Staub und da hat sich dann ein Verfahren als sehr zielführend herauskristallisiert. Also sozusagen nicht der Weg ist das Ziel, sondern das Geheimnis, wenn ich das richtig so interpretieren kann. Ja. Okay. Aber eigentlich geht es doch gar nicht um den Prozess. Also das ist ja so, als wenn du mich fragst, welche Blende und Zeit hast du benutzt und welchen Film. Und ja, aber es macht ja neugierig, weil jeder fragt sich irgendwie und kommt sich irgendwie auch ein bisschen dämlich vor, wenn man fragt. Aber ja, es ist ja das, was einen auch parallel bei der ganzen Ästhetik, die das ja auch hat, so ein bisschen trotzdem eben anzündet. Ja, genau. Das ist ja super. Okay. Aber das hat ja der Wolfram Janser heute Morgen schon gesagt, hätte doch der Robert Häuser bloß nicht verraten, wie er es macht. Danke, gut. Ich würde dem, darf ich auch noch was sagen, ganz kurz, ich würde dem gerne widersprechen. Natürlich geht es nicht auf der einen Seite um diesen Prozess, aber was ich natürlich interessant finde, und ich merke auch, dass eigentlich im Raum einerseits natürlich auch das Experiment als solches irgendwie interessant erscheint, aber auf der anderen Seite natürlich schon auch, dass sehr außergewöhnlich ist. Was passiert? Ich meine, hier sitzen alles Fotografinnen und Fotografen, die mit dem Abbild der Wirklichkeit ein Bild schaffen, es konservieren. Der Prozess als solches ist eigentlich unsichtbar. Anders sagen wir mal in der bildenden Kunst, wenn wir Materialitäten uns anschauen, sehr schön jetzt im Grunde genommen auch bei Sarah Lukas zu sehen in der Mannheimer Kunsthalle oder eben halt beim Pinselstrich von Amsel Kiefer oder wie auch immer. Und was ich eigentlich irgendwie beobachte und ich glaube, dass es auch natürlich mit dem Prozess zu tun hat, nämlich, ich will ja jetzt natürlich deine eigene Konzeption als solches gar nicht in irgendeiner Weise strittig machen, aber dieser Akt des Wegnehmens bedeutet, dass du ein Zeichen setzt, sozusagen einen Handgriff machst. Das heißt also auch ist der Moment, mit dem Blatt zu arbeiten, ein performativer Akt. Und deswegen ist es im Prinzip halt einfach auch eigentlich letztendlich wichtig, hier auch durch diese Art eben halt des Abnehmens und das, was bleibt. Im Prinzip hast du letztendlich, würde ich fast sagen, jedes Motiv, das wir sehen, ist eigentlich uninteressant zu interpretieren, welche emotionale Ebene wir da drin finden, sondern manchmal ist wahrscheinlich aus irgendwelchen technischen oder chemischen Gründen oder wie auch immer, eben halt der Staub gar nicht abnehmbar, so wie du es auch beschrieben hast. Und ich finde das so hochinteressant, weil Ruth und ich haben vorhin etwas gelacht, weil es wird morgen halt einfach dazu noch ganz andere Formen eben halt einfach geben, wo wir darüber reden. Und irgendwie habe ich so ein bisschen irgendwie das Gefühl, es schließt sich in mehr oder minder irgendwie der Kreis, weil wir sehen halt einfach auch, wohin an sich eigentlich die Fotografie geht und dass wir permanent natürlich in der Fotografie über den Tellerrand schauen. Also der Begriff des Dokumentarischen als solches verändert sich, der Begriff immer halt zu dem Medium selbst verändert sich, obwohl es ja schon immer im Prozess gewesen ist. Und ich glaube, das auch als Beitrag zu verstehen, wo du in gewisser Weise jetzt gerade mit dem Medium stehst. Und wenn ich dich jetzt fragen würde, was ist denn für dich jetzt an sich eigentlich das Medium Fotografie heute? Darauf würde ich jetzt gerne eine Antwort haben. Also, ich habe ja gesagt, dass die Arbeit schon älter ist und das letzte Bild, was erhalten ist, ist ja von 2016. Und es kam ja auch die Frage, ob ich das jetzt weitermachen würde. Und für mich ist diese Arbeit eigentlich abgeschlossen. Das Thema
der Zukunft oder der vermeintlich vergeblichen Versuche, die Vergangenheit zu konservieren oder wie man das jetzt, das wird vielleicht auch mich wieder, also verschwinden lassen in der Fotografie, glaube ich, ist sicherlich ein Thema, mit dem ich mich weiter beschäftigen werde, aber überhaupt, ich glaube, nicht in dieser Form. Dann, wenn es jetzt keine weiteren Fragen gibt, bedanke. Michael, also geht es noch eine Frage? Ja, dann gebe ich das Mikrofon nochmal weiter an Michael Jochum. Michael Jochum, meine Bemerkung zu deiner Arbeit ist, dass ja die analoge Fotografie eigentlich das Verschwinden eigentlich in sich trägt, im Prozess, weil wenn ich das nicht fixiere, dann ist das Bild, wird es, und wenn ich das vielleicht lang genug aufhebe, wird es wahrscheinlich auch irgendwann verschwinden. Ja, es werden viele Dinge irgendwann verschwinden, aber das ist vor allen Dingen in dem Prozess des Machens, ohne Fixieren, bleicht das Bild aus und ist irgendwann unsichtbar. Ja, bei digital ist das ja noch viel problematischer, weil wenn wir keinen Strom mehr haben, dann könnte es schwierig werden. Also sei es noch eine Wortmeldung. Ute Lindner, ich habe eine kurze Frage, und zwar, was ist denn mit den Originaldateien oder Negativen passiert? Sind die zerstört? Nein. Gibt es die noch? Also das heißt, da muss ich ja jetzt sagen, ich habe ja früher, als es noch keine anderen Möglichkeiten gab, auch mal Negative zerstört, was auch schon sehr viel Überwindung gekostet hat. Aber das war natürlich jetzt der Vorteil, dass ich quasi die Originalbilder ja in dem Sinne nicht verloren habe. Allerdings, ich glaube, es war auch nur in der Form möglich, weil ob ich jetzt ein echtes Fotopapier so hätte zermalen können, da glaube ich, braucht es dann schon diese Druckmaterialien, damit das möglich ist. Der Aspekt eben halt einfach des Holzes vor dem Bild. Wir dürfen das nicht unterschätzen. In dem Moment, wo wir die eigentlich Flachware an die Wand hängen, plötzlich ins Dreidimensionale geht, wird alles umherum nicht einfach nur ein Foto, wo etwas irgendwie vorne aufgebaut ist und dann ein Glas drauf liegt, sondern bekommt Bedeutung. Die Bedeutungsebene wird natürlich irgendwie erweitert, auch durch das Objekt. Das muss man natürlich letztendlich auch bedenken, weil dann in dem Moment der Fotograf auch eben halt ein Bildhauer ist, wenn man so will, oder in diesem Falle ein Installateur, der eine Installation macht. Mir war die Situation mit den Birkenhölzern noch nicht so wirklich irgendwie klar, wie sich das eben halt einfach mit den Bildern vereint, weil sie ja eigentlich auch von ihrer Art her so eigenständig und so autark in ihrer Wirkung sind, dass ich das fast ein bisschen auch in Konkurrenz zu den Bildern verstanden habe. Ja, ich war jetzt, das, wie ich schon sagte, ich hätte ja lieber das Treibholz benutzt, aber ich durfte ja nicht nageln, was also mir ist auf die Schnelle. Aber auf der anderen Seite fand ich das eigentlich ganz gut, weil also der Baum, der da im letzten Motiv ist, der ist ja, da fehlen ja auch schon die ganzen Äste, nicht? Und die sind dann da in der Ausstellung wieder zu neuem Leben erwacht, im wahrsten Sinne. Also ich hatte alle Hände voll zu tun, dass die nicht wieder irgendwie anfingen auszutreiben. Und das fand ich dann auch eine faszinierende Weiterentwicklung dieses, also die bei dem letzten Bild, als ich die Ausstellung gemacht habe, war das letzte Bild ja aktuell und es stellte sich ja dann wirklich die Frage, was kommt als nächstes? Verschwindet das Bild dann auch oder wird dieser Baum neu erblühen? Und das fand ich dann völlig folgerichtig, was dann in der Vergangenheit, in der Zukunft danach passiert ist. Ja, es ist die Vergangenheit jetzt, aber obwohl es mich sehr viel Nerven gekostet hat und Probleme. Die Entscheidung des Künstlers, ja. Wenn es jetzt noch Fragen gibt, nein, da hinten, also es geht immer wieder weiter, das ist, Dankeschön. Ja. Selbst schuld, das geht alles von der Kaffeepause ab. Ich habe eine Anmerkung.
Mikro. Ja, ich bin fast ein bisschen enttäuscht jetzt, wo ich weiß, dass es die Originale dafür noch gibt. Ich müsste dran denken, es gibt von Robert Rauschenberg gibt's Erase the Koning. Er ist zu the Koning rübergegangen, hat gesagt, gib mir deine wichtigste Zeichnung, an der du gerade arbeitest. Und dann hat er halt hingegangen und hat diese wichtigste Zeichnung ausradiert. Und am Ende ist nichts mehr übrig. Aber es ist wirklich nichts mehr übrig. Und ich bin ein bisschen enttäuscht, dass es jetzt halt tatsächlich doch was übrig ist. Dass man tatsächlich das Experiment gerade wieder herstellen kann. Und ich weiß nicht, ob das was über Fotografie sagt, dass man irgendwie Fotografie nicht zerstören kann. Oder ob die Geste einfach nicht zu Ende gedacht worden ist. Aber das finde ich eigentlich in dem Zusammenhang gar nicht relevant, ob ich jetzt das Negativ auch noch zerstört habe. Weil eigentlich geht es ja darum, diese Lust oder diese zerstörerische Energie in einem Bild sichtbar zu machen. Und das ist ja passiert. Ob da jetzt das Originalbild, was man sowieso kaum noch erkennen kann, noch existiert oder nicht, finde ich eigentlich völlig sekundär in dem Zusammenhang. Man könnte jetzt auch sagen, Kafka hat ja auch gehofft, dass seine Bücher sollten ja auch zerstört werden und sie wurden es nicht. Und ich glaube, damit ist der Welt auch etwas Großes erhalten geblieben. Was ich jetzt nicht auf meine Bilder übertragen möchte. Aber so. Ich glaube, diese Entscheidung von Frank sagt etwas über den Künstler aus. Und natürlich irgendwie die Tatsache, dass man, glaube ich, fotografisch immer irgendwo auch etwas erhalten will. Ne? Aber die Konsequenz von de Koning war natürlich schon auch berauschend. Man muss auch manchmal natürlich auch eine Konsequenz ziehen, genauso wie eben halt einfach Demand auch seine Objekte zerstört, wo wir Kuratoren natürlich wahnsinnig gerne das auch in Ausstellungen zeigen würden, aber konsequenterweise ist das an sich eigentlich nur das Material, woraus dann die Fotografie irgendwie entsteht. Claude, ne? War es nicht so, dass auch Robert Häuser seine Negative zerstören wollte? Claude schläft gerade. Oh. Also, ich glaube, wir können das, vielen herzlichen Dank, Frank, wir können das beenden. Und lassen die Bilder noch liegen für diejenigen, die mit weißen Handschuhen jetzt das nochmal genauer sich anschauen wollen. Jetzt ist eine Kaffeepause bis 16 Uhr. Bis 16 Uhr. Ja. Könnte ich in der Zwischenzeit mal die Präsentation